Fischi! Na komm! Sehr schön. Ich brate mir den jetzt einfach mal. Sieht hier hinten mit dem Weizen aus? Ist das mittlerweile gewachsen? Ist immer noch so, hä? Warum wächst das nicht? Fisch braten. Glas haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Das ist super. Fisch braten. Den Rest mache ich ja wieder zu Glas. Fisch essen. Und dann fangen wir schon mal an mit den Fenstern, die wir hier platzieren. Da machen wir einmal hier. Oh. Und cool. Machen wir erstmal hier ein Dreierfenster hin. Dann machen wir hier ein Einerfenster hin. Hier kommt eine Tür rein. Kommt hier ein Zweierfenster hin. Hops. Hops. Hier kann wieder ein Dreierfenster hin. Ja, wir sind ja am Strand, da kann man jede Aussicht, die man hat, nutzen. Auch hier hinten würde ich sagen, kommt wieder eine Tür rein. Wir machen also auf allen vier Seiten Türen rein. Zwei zur Flucht und zwei, die uns irgendwo sinnvoll hinbringen. Die Fluchttüren kann man ja später auch irgendwie sinnvoll nutzen. So, und hier auch noch. Eins, zwei, drei. Und eins. Oh, das ist Glas, Alter. Okay. Das Haus würde ich schon aus Holz machen, am liebsten aus Birkenholz sogar. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal Erde. Wir brauchen noch ein bisschen Erde. Wir müssen einfach ein bisschen Erde noch holen. Ohne geht das gar nicht. Autsch, das tat weh. Gehen wir nach unten. Momentan haben wir ja noch keine Zombie-Probleme, zum Glück. Erde, 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 Erde. So, Moment. Hier muss Erde hin. Habe ich noch eine Fackel dabei zufällig? Nehme ich nicht. Lalala. Ist ja auch noch alles hier. Dann muss hier Erde hin. Das muss auch weg, oder? Muss das ja auch weg? Ne, das ist richtig. Okay. Dann muss da Erde hin. Ich will eine Fackel. Achso, wir haben das Zeug dabei. Was will ich denn eigentlich? So. Super. Dann kommt das auch noch alles weg hier. Wir haben Stein gefunden, meine lieben Damen und Herren. Wir haben Stein gefunden. Was für eine freudige Überraschung. So. Dann buddeln wir den ganzen Rest hier mal weg. Das ist ja geil, wir haben echt Stein hier unten noch. Wir haben sogar Kohle hier unten. Ach du meiner. Das shit's nice. So, hier kommt Erde hin. Da wollen wir mal schauen, was wir unten alles finden jetzt. Auch hier ist Kohle, wie es aussieht. Klack.
Da freut man sich ja direkt beim Abbauen. So, da ist noch was und hier ist noch einer. Da hat sich das auch schon. Huch. So, dann hauen wir das mal auf die Ebene jetzt hier runter alles. Weil hier kommt jetzt noch Erde hin. So. Und dann fliegt der ganze Stein hier weg und dann haben wir ein bisschen Stein noch für oben. Und das Schöne ist, wir verlieren nichts, weil hier nicht Lava ist, die es uns ja irgendwie kaputt machen könnte. Das freut einen doch. Lalalalalala. So. Weg, 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 weg. So. Ja, dann lasst das erstmal hier wieder hoch. Dann bist du Erde wieder jetzt zusammen. Die können wir auch nutzen. La 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 la. Super, 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 super. Was machst du eigentlich so? So soll das ja aussehen. Und hier ringsherum kommt ja jetzt Sandstein. Und zwar noch 4 Stücke, wenn hier das täuscht. 1, 2, 3, 4. Super. Und jetzt hole ich den Mycel mal her. Mycel. Huch, hier haben wir sogar noch. Hä? Hier haben wir noch Holz. Das ist ja interessant. Tada! Jetzt kann man darauf warten, dass das Museum sich langsam ausbreitet. Und wir bauen erstmal einen Weg zu Ende. Jetzt haben wir echt schon eine kleine Landschaft hier. Ich nehme mal so viel, den Rest tue ich wieder zusammen verarbeiten. So. Dann nehmen wir mal Stein am besten. Und bauen hier unten ein bisschen rum. Und jetzt kommt hier Sand, 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 Sand. Sand und Stein. Und dann können wir jetzt hier ganz gechillt neunmal Kaktus anbauen. Das sollte eigentlich mega viel ausmachen. Da hinten wächst es schon. Fackeln haben wir uns gemacht. Das heißt, wir tun jetzt auch mal hier ein bisschen ausleuchten alles. So. Jetzt tun wir den Baum hier noch runterholen. Dann haben wir auch genug Holz, um den Zaun endlich fertig zu machen. Dann tue ich die Fackeln hier rausnehmen, nämlich endlich. Dann fliegen auch die Bäume hier endlich raus. Dann müssen wir jetzt nächste Zeit mal ein bisschen sparsam mit Holz umgehen. Erst einmal
Und dann können wir hier erstmal Zombies spawnen lassen über Nacht. Und eventuell ein bisschen Knochenmehl abkrabbeln. Das wäre äußerst cool. Obwohl, ich würde fast schon sagen, dass wir momentan erstmal noch... Wir lassen das erstmal noch und, pflanzen noch Bäume an, aus dem einfachen Grunde. Dass wir unser Haus dann erstmal noch fertig bauen können. Das ist, falls wir nämlich wirklich zurückgetrieben werden sollten, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir unser Haus haben. So. Da hinten könnten sie uns abschießen jetzt hier, aber hier geht's nicht, weil hier haben wir noch nichts. So. Auch hier können wir uns jetzt bewegen. Ich baue schon mal 4 Türen. Klack. Und platziere die hier. Das war jetzt hat sein erstes Mal Wachstum in Angriff genommen. Das ist auch sehr schön. Und da wächst schon der erste Baum gleich, das gefällt mir. So, ich lasse die beiden mal, weil damit wir noch ein paar Samen aufheben können. Okay. Hier würde ich eigentlich direkt vom Boden aus Holz reinzimmern. Ich hoffe, das brennt wegen der Lava nicht an. Sollte aber theoretisch nicht passieren. So. Samen abkrabbeln noch ein bisschen. Ups, da ist die Spitzhacke kaputt gegangen. Das war jetzt so nicht beabsichtigt. Schön ist, wenn wir noch ein paar Äpfel bekommen sollten hier, dann können wir uns auch gleich wieder aufheilen. Und müssten keinen Fisch fangen erstmal. Aber bis jetzt sind wir da noch nicht. Ich könnte theoretisch die Birkensetzlinge aber einfach hier anpflanzen. Ich könnte die auch hier wachsen lassen, ist auch kein Problem. So, Kaktus. Okay, Federn. Was haben wir noch so, was wir eventuell nutzen könnten? Schauen wir die Farm hier. Mob Farm. Nicht Mod Farm, Mob Farm. Mob Farm. So. Mycel-Farm geht es da entlang. Trautesheim. Glück allein. Was ist jetzt los? Okay, gut. Ja, da ist hier ein Baum gewachsen, den nehmen wir gleich mit. Für ein wenig mehr Holz. Okay, da sind auch die Spitzhacke kaputt gegangen jetzt. Stein haben wir genug, das heißt, wir machen uns aus dem nächsten Holz jetzt erstmal ganz kurz wieder neues Werkzeug. Da fängt es ja damit regnen. Achso, ich habe ja eh noch Zeug. Okay, gut. So.
3 für 2 Pfosten. 1, 2. Und 1, 2. Genau. Wie gesagt, das würde ich gerne aus Birkenholz bauen, das Häuschen. Ich könnte maximal schon mal anfangen und... die Treppen platzieren. Also das Dach. So, machen wir das Häuschen jetzt nicht, würde ich sagen. Einmal nur ein kleines Starthäuschen. Na komm. So. Hier. Wie viel haben wir denn noch? 8 Stufen haben wir noch. So, da Nacht. Okay, das habe ich, da habe ich mich verbaut. Oh, ich muss die Fackel wieder aufstellen. Ich habe ja keine Fackeln mehr hier stehen gehabt. Ha, 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 ha. Das geht natürlich da hinten los. Alles erleuchtet sonst? Ja, gell? Ich mach mal, geh mal lieber auf Nummer Vorsicht und leuchte noch ein bisschen mehr. So. Auch hier draußen. Man weiß ja nie, was gleich um die Ecke gestürmt kommt. So, das sieht man, wir haben schon langsam angefangen. Wir sind langsam dabei, hier was zu erschaffen. So, das hier. Haben wir eventuell, kann ich eventuell damit auch Half-Slabs machen? Cool, da baue ich nämlich jetzt hier drüben ein Steg hin, wo ich angeln kann.